Brief, der von dem päpstlichen Nuntius aus Italien, Monsignore Vigano, Carlo Maria Vigano, dieser Brief wurde an Präsident Trump geschickt. Vigano, dazu muss man wissen, war der päpstliche Nuntius 2011 in Washington gewesen, also während der Zeit von Präsident Obama. Und er ist heute in der Italien zurück als Erzbischof und er hat sich wieder mal zu Wort gemeldet an den Präsidenten. Wir haben euch den Originalbrief in das Podcast hier mit reingestellt, auf Deutsch übersetzt. Den könnt ihr dann nachlesen. Ist übrigens auch vom Domradio in Deutschland und auch von der Vatikanischen Presse veröffentlicht worden. Und das ist ein wirklich aufsehenerregender Brief. Also hier redet der Erzbischof davon, dass sich in den letzten Monaten zwei Lager gebildet haben, die so penetrant geworden sind, dass man sie als biblisch definieren würde oder könnte. Er redet da von den Kindern des Lichts und von den Kindern der Dunkelheit. Er redet hier von der Gewalt, die sich gebildet hat, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Teilen der Welt und wie sich die Welt offensichtlich teilt in eine dunkle Welt, in eine gewalttätige Welt und in eine Welt, die sich dem Licht gegenüber entwickelt und sich danach sehnt, nach Frieden und nach Freiheit und eben nach dem, was wir ja alle kennen. Also wir wissen ja ganz genau, von was dieser Mann redet. Er sagt, es ist sehr beunruhigend, dass es Bischöfe gibt, die sich gegenseitig denunzieren und die mit ihren Worten zeigen, dass sie auf der dunklen Seite stehen, als Bischöfe, als christliche Apostel von Jesus heute in der modernen Zeit. Ja. Er redet darüber, wie er für den Frieden betet und wie er den Präsidenten auch dazu auffordert, standhaft zu sein. Er sagt, mein Gebet ist ständig an die geliebte amerikanische Nation gerichtet, an die ich das Privileg und die Ehre gehabt habe, von Papst Benedikt den 16. als apostolischen Nuntius gesandt zu werden. In dieser dramatischen und entscheidenden Stunde für die ganze Menschheit ist sie in meinem Gebet die Nation und ich bin auch bei denjenigen, die sie in der Regierung der Vereinigten Staaten unterstützen. Ich vertraue darauf, dass das amerikanische Volk mit ihnen und mir zum allmächtigen Gott betet. Wir sind alle vereint gegen den unsichtbaren Feind der ganzen Menschheit. Ich segne Sie und die First Lady und meine geliebte amerikanische Nation und alle Männer und Frauen guten Willens. Also das sind sehr bewegende Worte, meine Lieben. Lest euch den Brief durch. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Er ist wirklich, wirklich lesenswert. Er ist 4 Seiten lang. Ihr werdet etwas Zeit dazu brauchen. Aber konzentriert euch auf jedes einzelne Wort, auf jeden Satz dieses wirklich tollen Erzbischofs, der den Mut hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und auch darüber zu sprechen, wie man die dunklen Mächte entlarven muss. Also, alles Gute, euer Arti von Translated Press.